So, willkommen in CSA Automotive, neues Projekt 2024. Den Golf 7R habt ihr wahrscheinlich schon tausendfach gesehen. Deswegen haben wir den auch wieder zurückgerüstet. Den kann man jetzt kaufen, mobile schauen. Hat wenig Kilometer und ist in einem Top-Zustand. Wieder original. So, was haben wir jetzt hier? Neuzugang. Golf 8 GTI. Leider noch nicht das Facelift. Das hat sich gerade noch ein bisschen überschnitten gehabt. In dem Fall nackige Kiste. Wir haben das Auto auch nur ein Jahr, danach geht es wieder zurück zu VW, ist sogar ein Handreiser. Ja, das Team von uns hat entschieden, wir wollen unbedingt mal wieder einen Handreiser haben, blöde DSG und so weiter. Wird man zu euch bevormundet bei VW, mag sein. Hier könnt ihr noch richtig reißen. Auf unsere Felgen haben wir sie schon gestellt, denn die Felgen von Thomasen, das Rad, was wir damals für den Golf 7 bekommen haben, für den R, das passt auch wunderbar hier auf den 8er GTI, endlich mal etwas, wo wir nicht gleich wieder einen neuen Radsatz kaufen müssen. Was haben wir vor? Heckansatz, Ladekantenschutz, Heckflügel, Seitenschwelle, Kappspoilerlippe, vielleicht gehen wir mal nach vorne, Seitenscheibenblenden, jetzt mal für ein fünftüriges Fahrzeug, schauen wir uns mal an, wie das kommt. Scheinwerferblenden, wir machen den Lidschatten dicht. Könnt ihr dann selber entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was es für ein Gesicht im Auto gibt. Wie gesagt, Kappspoilerlippe. Dann kommen seitlich noch so ein paar Flaps, meine ich, hin. Und genau, Verbreiterung. Verbreiterungen, so wie wir es beim Mini gemacht haben. Aufkleben, fertig. Und zwar nicht nur einfach verblenden, sondern schon mit entsprechender, ja, Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal. Fahrzeug wird jetzt dann auf der Motorshow Essen stehen. Also das müssen wir bis dahin hinbekommen. Das werden wir auch. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Kappspoilerlippe an. So, jetzt erstmal Probemontage. Mal kurz anhalten, das gute Stück. So, Radhaus bündig. Ja, bei mir auch. Schaut super aus. Passt genau, gut, das ist immer wichtig. Und daran erkennt man auch die CSR-Produkte. Es gibt ein paar Hersteller, die schaffen das nicht, da rauszukommen. Auch VW selber hat da seine Probleme anscheinend. So, und wie ihr sehen könnt, also hier diese Verläufe werden genau übernommen. Wir haben das Muster von den Rauten im Kühlergrill, haben wir hier in den Ausbuchtungen übernommen. Schaut euch das an, das ist 1:1 sozusagen fortgeführt. Das sind so Kleinigkeiten, aber da legen wir viel Wert drauf, vor allem unsere Konstrukteure. Wäre schön, wenn das die Kundschaft auch mal entsprechend würdigen würde. Genau, super. Ansonsten haben wir hier so leichten, wir nennen das mal Feldweg-Aussparung. Ne? Also der Spoiler geht ein bisschen nach oben, verjüngt sich hier in der Mitte. Gerade eben, wie es ja so heißt, der Feldweg, der kann dann trotzdem befahren werden. In dem Fall gehen wir dann wieder auf das Maß, also auf das Maß hier, auf das Seitenmaß zurück. Bringt ein bisschen eine Dynamik rein. Denken wir optisch ganz nett. So, jetzt müssen wir das Ganze schön sauber machen. Wir haben hier ein Leasingfahrzeug von uns. Das wollen wir auch wieder zurückgeben und zurückrüsten können. Und deswegen in dem Fall hier mit 3M Klebeband verklebt. Bietet sich auch an, weil wir haben hier Vollauflagefläche. Klebt das Klebeband ganz gut. Läuft. Und jetzt kommt der Primer drauf. Primer ist bei den Sachen immer ganz wichtig. Eine ordentliche Vermittlung Kunststoff zu Klebeband. Jetzt lassen wir das noch kurz ablüften, das gute Zeug. Wichtig ist jetzt richtig positionieren. Ja, weil wenn es klebt, dann klebt es. Jawohl, und jetzt richtig pressen, alles was geht. Original. Ja? Glaubt immer keiner. Ja, das ist VW, Freunde. So, das ist CSR, das ist VW. So, man kann es manchmal nicht besser machen als Original. Aber in dem Fall schon super auffallend beim Golf 8 im Übrigen für alle. Die es noch nicht wissen, ne? Schweller. Gleich mal herkommen. Ja, ich frage mich immer, was man sich dabei denkt. Auch dort passieren Fehler.
Ja, also wie ihr seht, bei uns sind die Spaltmaße hier gut. Der Abschluss ist ordentlich. So muss es sein. Cup-Spoiler-Lippe war jetzt in Windeseile dran montiert. So, ja, und würde sagen, wir sind eigentlich schon fertig. Wichtig natürlich, die Trägerfolie vorher abziehen, also das Schutzband von dem Spoiler, weil so kriegt das nicht mehr rausgefummelt, beziehungsweise das ist eh von uns schon ein bisschen abgehoben, um eben das 3M-Klebeband zu montieren. Ja, glaube ich, eine coole Sache. Gibt es auch in allen Varianten von uns natürlich. Schaut mal im Shop vorbei. Es gibt dann, glaube ich, auch noch andere Cup-Spoiler-Varianten für das Fahrzeug. Ja, wir machen jetzt alles peu à peu dran. Deswegen dranbleiben. Nächste Projekte kommen für den Golf 8 GTI. Bis dann. CSR.